With its holistic model, the Ortho Campus at the Helios Sicilian Hospital in Krefeld-Hüls is setting the standard nationwide. Patients who require a new hip or knee joint are receiving all the services they need, from preparation and surgery to rehabilitation, at just one location. In the process, doctors and physiotherapists work hand in hand. Preparation includes a detailed preliminary discussion and a guided tour through the facilities, during which patients get to know the treatment team that is responsible for them. Exercises for muscle development, which can be done on one's own, are an ideal way of laying the groundwork for a quick recovery after an operation. All operations are conducted in a minimally invasive fashion so as to protect tissue and musculature and accelerate healing. Depending on the needs of patients, different implant types are used. The patient-specific knee joint, for instance, is inserted after an exact measurement process using precisely tailored work templates. Am Ortho Campus benutzen wir modernste Operationsverfahren, um ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk zu implantieren. Entscheidend ist, zum Beispiel beim Hüftgelenk, nicht nur, dass wir minimalinvasiv operieren und einen sehr kurzen Schnitt haben, sondern dass wir die Muskulatur schonen. Und in diesem sehr innovativen Verfahren sind wir hier am Ortho Campus nun seit 10 Jahren erfahren, benutzen den vorderen Zugang in der Armis-Technik hier sehr routiniert und wissen, dass die Patienten dann wesentlich schneller sicher mobil werden. This fast-track method aims to mobilize patients as quickly as possible after their operations, depending on their condition. Wichtig ist mir dabei auch, dass jeder Patient die Behandlung bekommt, die für ihn richtig ist. Es kann durchaus sein, dass vorerkrankte Patienten viel Zeit brauchen, um nach einer Operation wieder gesund zu werden. Diese Zeit nehmen wir uns und diese Zeit kann er hier auch durch die Verknüpfung von Akut- und Reha-Medizin optimal nutzen. This mobilization begins immediately after the operation in the recovery room and then continues with further rehabilitation measures. These are decided on in close consultation with the attending doctor, who monitors and controls progress. Durch die Einheit des Behandlungsteams und auch dadurch, dass ich als Chefarzt der Reha hier die Patienten, die operiert wurden, nochmal selber anschauen kann, eine durchlaufende Behandlung und auch eine Gewährleistung bieten, dass das Konzept, welches wir anstreben, auch am Ende des Tages umgesetzt wird. After they've been discharged from the Ortho Campus, patients have so much mobility that they're able to independently pursue their usual everyday life. Outpatient physiotherapy is envisaged for a complete regeneration and strength development.